Mit jedem Tag werden sie stärker. Die Wahrscheinlichkeit zu scheitern liegt bei 97,6%. Er meint das nicht. Es ist unsere Chance, wirklich etwas zu verändern. Bist du dabei? Voll und ganz. Und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Es ist Mittwoch, der 14.12.2016. Das bedeutet, ab morgen können wir endlich Rogue One im Kino sehen. Und da wir schon ein Jahr auf den nächsten Star Wars Film seit Episode 7 gewartet haben, können wir keine Sekunde länger warten. Deshalb gehen wir heute in die Mitternachtspreview im Cine Magnum, das Kino mit der größten Leinwand Deutschlands. Es sind jetzt noch knapp 3 Stunden bis zum Film. Wir sind hier im Foyer, mittlerweile im Kino quasi angekommen. Und ich höre mich jetzt mal so ein bisschen um, was die Leute überhaupt vom Film erwarten. Was sind deine Erwartungen an den Film? Einfach, dass er hammergeil wird. Also ich hoffe, dass das jetzt endlich mal diese Brücke schlägt, die immer so fehlt zwischen diesen ganzen einzelnen ersten Teilen, die man so aus seiner Jugend kennt. Also meine Erwartungen sind eigentlich schon hoch, weil... Letztes Jahr, der Film war ja schon echt gut und ich denke, der Film wird es vielleicht sogar noch toppen. Meine Erwartungen sind an sich sehr hoch, nach den ganzen Kritiken, die man vorher schon sich ein bisschen durchgelesen hat. Es soll geiler werden als Empire, was für mich echt schwer zu glauben ist. Aber die Erwartungen sind auf jeden Fall sehr hoch. Die Messlatte ist durch Force Awakens damals schon etwas höher gelegt worden letztes Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiler Abend. Wenn es um Star Wars ging, war Lego Star Wars auch schon immer ein großes Thema. Und wir sehen jetzt hier hinter uns den Todesstern, beziehungsweise so einen Graben vom Todesstern nachgebaut. Bei mir steht jetzt der Erbauer sozusagen. Wie bist du drauf gekommen, dass du sowas baust und wie lange hat es gedauert vor allem? Ja, gedauert hat so 7 Jahre ungefähr, aber es liegt hauptsächlich daran, dass ich nicht immer gebaut habe, also so vielleicht die verregneten Sonntage mit den Kindern zusammen, also ich war nicht jeden Tag im Keller gesessen. Als du angefangen hast, hast du wahrscheinlich nicht gedacht, dass es so groß wird. Nein. Gut, dann kommen wir mal zum Film von heute. Hast du dich auf Episode 7 mehr gefreut oder kann man dann einen Vergleich ziehen? Ich habe mich eigentlich mehr gefreut, wobei jetzt bin ich noch mehr aufgeregt, wo man die ganzen Trailer gesehen hat und alles. War dein Hype bei Episode 7 größer oder ist es jetzt größer? Ja, ich glaube, er war größer, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich schon sagen, weil das endlich mal weitergegangen ist und ich habe mir jetzt aber riesig auf den Teil gefreut, muss ich wirklich sagen. Ja, schon, weil es der erste Film nach langer Zeit war, aber die Freude ist jetzt eigentlich fast genauso da.
Wie ihr bestimmt schon gesehen habt, sind unter den Besuchern auch einige mit Kostümen, die übrigens richtig geil aussehen. Und viele davon sind Mitglied von den Star Wars Fans Nürnberg e.V. Und mit denen möchte ich mich jetzt auch mal ein bisschen genauer unterhalten. Ich stehe jetzt hier mit der Gabi von den Star Wars Fans Nürnberg e.V. Ich möchte dich zuerst mal fragen, wie sind so deine Erwartungen heute an den Film? Ja, Erwartungen, ja, das ist gut. Man hat halt gehört, dass es sehr nach den alten Folgen geht, sehr traditionell, und da freue ich mich eigentlich schon total drauf, weil ich bin ja mit den ganzen Filmen aufgewachsen und ich bin jetzt sehr gespannt, nach Episode 7 jetzt mal einen anderen wiederzusehen. Ich habe es gerade angesprochen, du bist von den Star Wars Fans Nürnberg. Ihr seid ein Verein, kannst du vielleicht mal so ganz kurz mit ein paar Worten beschreiben, was macht ihr so? Oh, wir tun viel Gutes, wir machen viel Charity, das heißt, wir gehen mit unseren Kostümen mal in ein Krankenhaus und bringen da den Kindern was mit, bringen die mal wieder zum Lächeln, wenn sie halt eine schwerere Krankheit haben. Ansonsten sind wir überall da, wo wir gebraucht werden, halt vom Kindergeburtstag bis zum Großevent wie heute, und das machen wir alle sehr, sehr gerne. Also wer uns braucht, einfach melden. Kann jeder bei euch Mitglied werden oder muss man da so einen bestimmten Test zum Beispiel am Anfang beantworten, so ein paar Fragen, dass man sich wirklich als wahrer Star Wars-Fan sozusagen darstellt, oder kann da einfach jeder beitreten, der Lust hat sozusagen? Also wer ambitioniert ist und ist 18 Jahre alt ist, der darf gerne bei uns mitmachen. Wir freuen uns über neue Mitglieder. Ich stehe jetzt hier mit Orson Krennic in voller Montur und ich möchte dich mal fragen, wie bist du darauf gekommen, dass du dir gerade das Kostüm aussuchst? Also das ist mir im ersten Trailer schon aufgefallen und da haben wir dann ein günstiges Angebot gefunden, wo man das Kostüm herbekommen kann, und das habe ich mir dann eben geholt. Gibt es irgendwas, was dich an dem Charakter so fasziniert, dass du dich dafür entschieden hast, oder findest du einfach das Kostüm von der ganzen Aufmachung her cool? Vom Charakter her kann man jetzt natürlich noch wenig sagen jetzt vom Film, mal sehen, wie er dann auftritt, aber es ist halt auch, weil er aus der Masse der Offiziere halt auch raussticht, das ist ein Geheimdienstoffizier, der Oberste. Wie warm ist es unter dieser Rüstung? Das ist eine schwierige Frage. Also man kann sie damit beantworten, wir haben hier eine eigene Klimazone entwickelt. Ja, ist wahrscheinlich auch nötig, ne? Absolut. Und wenn ihr dann später den Film schaut, geht ihr vorher nochmal duschen, oder? Wohl nicht. Wohl nicht. Wohl nicht. Wohl nicht. So, wir sind jetzt aus dem Kino raus, haben den Film gerade gesehen und an meiner Seite steht jetzt mein Kameramann, der Kevin von Touchdown, das NFL-Magazin, mit dem ich öfter mal was zusammen mache. Kanal in der Beschreibung auf jeden Fall abchecken. Und ich möchte dich jetzt mal fragen, kannst du den Film mit 3 Worten beschreiben? Einfach nur geil. So viel dazu. So, das war's mit der Preview von Rogue One im Chitter. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie so die ganze Atmosphäre hier so war. Die Review zum Film kommt die Tage auf meinem Kanal auch online, und allgemein, wenn ihr Interesse an Star Wars habt, auf dem Kanal findet ihr alles Mögliche dazu, also lasst auf jeden Fall ein Abo da. Mir bleibt jetzt nur noch, mich bei meinem Kameramann zu bedanken, der mir den ganzen Abend super Arbeit geleistet hat. Checkt auf jeden Fall alle Links in der Beschreibung ab. Da findet ihr auch nochmal die ganzen wichtigen Personen und Gruppen, die in diesem Video mitgewirkt haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.